gut zu wissen. Smart Bidding im Online-Marketing. Vor- und Nachteile. Willkommen beim Podcast der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. Gut zu wissen. Online-Marketing für Startups und Beginner. Die GFA e.V. bietet stets einen sichtbaren Mehrwert für ihre Mitglieder, Partner, Freunde und Hörer. So bieten wir auch einen Mehrwert im Online-Marketing für Startups und Beginner. Treffen Sie Experten in Seminaren oder auf Netzwerktreffen. Mein Name ist Max und ich bin die aktuelle Stimme dieses Podcasts. Heute möchte ich Ihnen Smart Bidding vorstellen. Bei Fragen oder Anregungen nehmen Sie bitte über die Homepage der Gesellschaft für Arbeitsmethodik Kontakt auf. Zur Erinnerung, die Adresse lautet gfa-forum.de. Was bedeutet Smart Bidding? Smart Bidding beschreibt eine automatische Geburtsstrategie in der Aussteuerung von Google Ads, bei welcher die Technologie Machine Learning, maschinelles Lernen, zum Einsatz kommt. Bereits 2016 sprach der Google-CEO Sundar Pichai davon, dass Machine Learning eine entscheidende und transformative Methode ist, um alle gesetzten Arbeitsabläufe zu überdenken. Grundsätzlich erfolgt SEA, Search Engine Advertising, Suchmaschinenwerbung nach folgendem Prinzip. Sobald ein Suchmaschinennutzer einen Suchbegriff Keyword eingibt, beginnt eine Auktion zwischen den einzelnen Werbetreibenden bezüglich dieses Suchbegriffs. Dieser Vorgang wird nicht von Menschenhand, sondern von einem Google-Algorithmus übernommen. Der Höchstbietende kann sich für das jeweilige Keyword die beste Position sichern und erscheint somit auf dem ersten Platz der angezeigten Suchergebnisse. Die anderen Positionen werden entsprechend der jeweiligen Geburtshöhe analog vergeben. Um eine möglichst gute Positionierung innerhalb des Wettbewerbs und unter Berücksichtigung des verfügbaren Budgets zu erhalten, ist also tiefergehendes Fachwissen im Umgang mit dem Algorithmus nötig. Der Nutzen von Smart Bidding besteht darin, den Marketer bei seiner individuellen Werbestrategie und Kampagnenplanung zu unterstützen, indem die sehr große Anzahl unterschiedlicher Nutzersignale, zum Beispiel Alter, Geschlecht, Standort oder geschätztes Einkommen bei der Suchmaschinenverwendung automatisch verwertet wird. Hierdurch entstehen umfangreiche Datensätze, welche SEA-Experten früher selbst analysieren und auswerten mussten. Diese zeitaufwendige Arbeit wird nun durch Googles künstliche Intelligenz abgenommen, die beispielsweise CPC, Cost-per-Click-Optimierungen vornehmen kann und auch die Möglichkeit bietet, andere Online-Marketing-Kennzahlen wie CPA, Cost-per-Acquisition oder ROAS, Return on Advertising Spend, zu verbessern. Und die daraus resultierende Umsatzsteigerung oder Sichtbarkeitserhöhung ist schließlich das Ziel eines jeden Werbetreibenden. Smart Bidding kann in Anbetracht der allgemein steigenden Preise für Online-Werbung und der immer stärker wachsenden Konkurrenz also eine interessante Technologie sein, auf die sich ein genauerer Blick lohnt. Welche unterschiedlichen Smart Bidding-Strategien gibt es? Natürlich hat nicht jede SEA-Kampagne das gleiche Ziel. Deshalb stellt Google folgende Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ziel CPA. Bei dieser Strategie werden die Gebote so abgegeben, dass mit einem vorher festgelegten Budget möglichst viele Conversions erzielt werden. Bei Conversions handelt es sich um die Umwandlung eines rein interessierten Website-Besuchers in eine Person, die eine bestimmte Handlung bzw. Aktion auf der Webseite vornimmt. Praktische Beispiele hierfür sind die Anmeldung für einen Newsletter oder den Kauf eines angebotenen Produkts. Ziel ROAS. Hier bestehen im Wesentlichen Parallelen zu Ziel CPA. Allerdings wird bei dieser Strategie auch der Wert eines Leads Interessenten berücksichtigt. Die Option Ziel ROAS ist als Standardstrategie entweder für einzelne oder mehrere Kampagnen verfügbar. Wenn man zum Beispiel für jeden Euro, den man in Werbeanzeigen investiert, 5 Euro Umsatz erreichen will, müsste man den Ziel ROAS bei entsprechenden Google Ads auf 500% einstellen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Anzeigegruppen, Kampagnen und Keywords auf ein einzelnes Ziel hin zu optimieren. Klicks maximieren. Wie die Bezeichnung bereits vermuten lässt, geht es bei dieser Option um die Generierung von möglichst vielen Klicks unter Berücksichtigung des vorhandenen Budgets. Gleichzeitig ist diese Einstellmöglichkeit noch unter dem früheren Namen automatische Geburtseinstellung bekannt. Durch das frei wählbare Geburtslimit definiert man die Summe, die man pro Klick bereit ist zu zahlen. Mit der benutzerdefinierten Anzeigeplanung erhält man die Option, Anzeigen zu bestimmten Uhrzeiten und zu bestimmten Tagen zu schalten. Es können einzelne oder mehrere Kampagnen mit dieser Strategie ausgesteuert werden. Conversions maximieren.
Diese Strategie sorgt dafür, dass mit dem festgelegten Budget möglichst viele Conversions erzielt werden. Google ermöglicht das durch die automatische Ermittlung des optimalen Geburtspreises. Dieser wird durch Daten zum Verlauf der jeweiligen Kampagnen und Kontextsignale zum Auktionszeitpunkt analysiert. Vor Verwendung dieser Geburtsstrategie ist allerdings zu beachten, die individuellen ROI-Zielvorhaben noch einmal genau zu überprüfen. Sofern man für eine Kampagne bereits ein Ziel-CPA oder Ziel-ROAS festgelegt hat, ist es sinnvoller, auch die Option Ziel-CPA bzw. Ziel-ROAS zu verwenden. Hierbei wird ebenfalls eine automatische Geburtshöhe ermittelt, welche sich im Gegensatz zu Conversions maximieren, aber am festgelegten durchschnittlichen CPA oder ROAS-Ziel orientiert und somit nicht das gesamte Budget ausschöpft. Das Ziel, möglichst viele Conversions zu erreichen, geht stets mit der maximalen Ausschöpfung des verfügbaren Budgets einher. Conversion-Wert maximieren. Diese Geburtsstrategie unterscheidet sich zur artverwandten Version Conversions maximieren durch die Zielsetzung, einen möglichst hohen Wert mittels einer jeden einzelnen Conversion zu generieren. Die Strategie Conversions maximieren hingegen orientiert sich an der reinen Erhöhung der Anzahl von Conversions, unabhängig deren Wertes. Zur genauen Kampagnenplanung kann ein bereits definiertes ROI-Zielvorhaben weiterverwendet werden. Bei der Verwendung der Option Conversion-Wert ist ebenfalls zu beachten, dass das Tagesbudget maximal ausgenutzt wird, um die Zielvorgaben zu erfüllen. Angestrebter Anteil an möglichen Impressionen. Wenn man sich im Rahmen der Kampagnenplanung vordergründig darauf konzentriert, auf welcher Position die Anzeige in der Google-Suche erscheinen soll, ist diese Geburtsstrategie sinnvoll. So besteht die Möglichkeit, individuell auszuwählen, ob man die Anzeigeplatzierung zum Beispiel an oberster Position, auf der Seite oder mitten zwischen den Suchergebnissen haben möchte. Für die unterschiedlichen Positionen können auch genaue Prozentwerte vergeben werden, die sich nach dem gewünschten Anteil der möglichen Impressionen orientieren. Hiermit findet sich ein Instrument, womit besonders die Erhöhung der Sichtbarkeit einer Anzeige präzise gesteuert werden kann. So viel für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Im großen Netzwerk der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. finden Sie Experten, die Sie bei Ihrer Entwicklung unterstützen. Mitglied werden lohnt sich. Besuchen Sie unsere Homepage gfa-forum.de und committen. Ihre Stimme des Podcasts Max. Das Thema Smart Bidding wird in der nächsten Folge fortgesetzt. Ich freue mich auf Sie. Ihr Max, Stimme der GFA.